Jo, Mahlzeit, Messerfreunde. Ich habe das jetzt mal 24 Stunden antrocknen lassen, hier diesen Hip-Clip. Und da merkt man es richtig. Dieser Klebstoff muss hier nach oben in Verbindung mit Sauerstoff, ne, da nach oben durch dieses bisher weiche Moosgummi gesickert sein. Und ist jetzt schon gut durchgehärtet und das Ding ist jetzt so hart geworden. Da gibt nichts mehr nach. Ne? Für gewöhnlich ist ja Moosgummi, ne, bleibt ja eigentlich weich. Selbst wenn unten eine Klebeschicht ist, aber das Teil hat sich komplett verändert. Das ist richtig erstarrt, erhärtet. Das ist jetzt richtig betonhart. Ne? Das heißt, man muss es bis zu 3 Tage in Ruhe ankleben lassen. Dann ist der Kleber richtig ausgehärtet und richtig fest mit dem Trägermaterial verbunden. Wirklich erstaunlich, ne? Was für Klebstoffe es gibt. Ich habe da jetzt doch mal noch so ein altes, mein letztes Lanyard dran gemacht. So Wick-Lanyard. Ist schon schön schmutzig, wenn man immer durch, wenn man es durch die Ringle zieht, holt es die ganzen Produktionsölrückstände irgendwie aus den Ringle raus. Sieht dann immer dämlich aus, aber mein Gott. Ja, ich weiß, man schläft es anders stehen, aber so ist es erstens länger, zweitens verliert man es nicht. Und wenn man jetzt den zum Visier das Teil in so eine Hosentasche steckt, ja, dann lässt sich das ziemlich gut da reinschieben. Ne? Und schaut auch schön aus, ne? Verschwindet gut in der Hosentasche. Kann in der normalen Hosentasche nicht mehr durchrutschen bis ganz runter und sich querlegen. Beim ganz kleinen Kadett geht es eigentlich, aber alles was dicker ist, ne? Lässt sich prima ziehen. Ne? Das eine nach unten gebogene Metall, wo zuerst hier noch dafür gesorgt hat, dass sich das hier ein bisschen abhebt. Das hat jetzt, bleibt jetzt trotzdem gut, ne? Dann ist das ein wenig schräg drauf, damit man hier gut einfädeln kann. Ne? Geht also sehr leicht rein. Gut, der Halte. Also es gibt ja Clips, da, die kannst du gar nicht verlieren. Da reißt du dir vorher die Hose kaputt und es ist jetzt einer von der genau anderen Richtung. Also dieser Clip geht sehr leicht rein, was fein ist, aber er geht auch sehr leicht raus. Der Clip hält euer Gadget oder was auch immer schön an der Stelle in der Hose, aber es ist kein Verlustschutz. Ne? Dazu halten diese Clips zu wenig. Ne? Die bringen hier keinen Druck hier drauf. Und es ist alles super glattes Metall, das heißt, da müsst ihr jetzt aufpassen. Also ein teures Handy da damit in der Hosentasche sichern ist zwar gut, dass es nicht nach unten rutscht, aber es ist nicht gegen Verlust gesichert, weil dafür ist hier zu wenig Druck auf dem Clip. Das geht hier wirklich ganz leicht rein und raus. Ne? Aber interessante Technik, um hier irgendein Teil ohne Clip mit Clip zu versehen. Ne? Gut, der Clip hier ist fast größer wie das Messer. Bei so einer Messerle darf es das wirklich noch nicht. So eins kannst du eigentlich auch nicht machen, weil das wäre ja viel zu breit drin. Ne? Das steckst du besser so irgendwo rein. Aber ich denke mal an die Jungs, die ja, was ich, iPhone in der Hosentasche spazieren tragen. Könnte man das so fixieren, dass es schön oben sitzen bleibt. Ne? Oder irgendwelche anderen flachen Messer, die keinen Clip haben. Ja, interessante Geschichte, dieser Night Eyes Hip Clip. Kosten so um die 5 Euro. 4,50 Euro oder so, je nachdem, wo man sie kriegt. Coole Geschichte. Ja, das ist ein schönes, niegelnagelneues Tinker in Schwarz aus den USA. Habe ich mir extra für diese Aktion bestellt und ja, das wird auch mit vielen anderen kleinen Preisen in das diesjährige Weihnachts-Spezial-Hillbilly-Giveaway laufen. Das heißt, das werdet ihr irgendwann nochmal zu Gesicht bekommen. Okay Leute, danke fürs Reinzappen, Bewerten, Kommentieren. Wir sehen uns hier wieder auf dem Kanal beim Hillbilly, wenn es was Neues gibt. Dann bis dorthin. Haltet eure Taschenmesser stets griffbereit. Wir sehen uns wieder hier. Ciao Leute, macht's gut, bleibt gesund, bye bye.